Nun Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Borderlands 2. Wir stehen hier kurz vorm Bunker. Und werden da jetzt mal reingehen. Naja, geh noch wieder. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap. Die dezimieren deine Luftunterstützung. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Da ist alles voll, ja. Leb wohl, mein Freund. Wo ich letzte Mal hier war. Da habe ich mal den Weg hier runter nicht gefunden. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Die Geschütze müssen wir jetzt hauptsächlich platt machen, gell? Dabei. Ein scheiß Ding noch. So ein Schütz weniger. Also mit Granaten um die Schweiße im Arschloch. Hilfe. Hilfe. Also mit Granaten rumzuwerfen. Ah, da ist ein Brenn. Stapelkraft. Ich schaue das doch nicht hier.
das ist der Bunker hier. Und wo kommt das? Dahin. Ich wähle noch drei Geschütze. Da drüben ist auch schon so ein Sein. Was komme ich hin? Ah, da ist es. Noch fehlt uns noch. Ein Geschütz fehlt uns noch. Ja, Mist drin. Ja, Vorschuss. Ah, ich seh's. Keine Automatikgeschütze mehr. Gute Arbeit, Slam. Na, aber schon aufgehört. Jetzt hier. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Ach, BNK3R. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir einen Gefallen und stirb. Ich brauch keine Medikits, ich brauch Munition. Okay. Zerstöre die Automatikgeschütze aus dem Bunker! Da muss ich erst mal hinkommen. Was ist der Bunker? Nein, hör doch mal auf, mich jetzt belästigen, ihr blödes Viehzeug. So wieder. Ist das eine Mordskanone? Ja, wie gefällt dir das, ne? Arschloch. Da kommt sie denn hier. Da haust du noch Bocker. Raketen.
so Geschichte. Das ist der Bunker. Da landet ein Klub. Nee. Das ist ein Inlander. Warum schießt mich hier nur noch? Die freche Sau. So Leute, ihr müsst euch, ihr müsst euch was merken. Für die, die das ganze Zeug hier aufsammeln wollen, da gibt es einen Trick. Und zwar, und zwar geht es darum, dass das Zeug nach einer gewissen Zeit verschwindet. Wenn ihr das verkaufen wollt, das ganze Gelümpe, was hier rumliegt, ja, dann geht zum Beispiel ganz einfach, hier bei so einem Granatenmod hin und tauscht immer aus. Ja, so. Wenn euer Gepäck voll ist, schmeißt ihr sie ja dann jedes Mal wieder hin. Ja, so. Das ist kein Problem. Wenn ihr sie immer aufgenommen habt und schmeißt sie dann wieder hin, dann bleibt die auch liegen. Wenn ihr sie jetzt so liegen lässt, das Zeug, dann ist es nach einer Weile weg. Jetzt wollen wir uns trotzdem mal angucken, was wir hier denn haben. Hier ist das Müll. Hier ist auch nichts dabei. Was haben wir hier? Das 26er, 312. Ja, nicht besser wie meine. Meine ist besser. Das ist Müll. Also ich habe wirklich echt gedacht, dass wenigstens bei dem ganzen Gelümpe, was der hier runtergeschmissen hat, dass da wenigstens eine oder zwei goldene Sachen dabei sind. Gell? Aber es ist nur Rotz. Es ist echt nur Rotz, was hier rumliegt. Ja, ich habe nämlich auch den Fehler gemacht. Und habe das Zeug aufgesammelt, bin runtergerammelt zum Verkaufen, bin wieder hingerammelt. Weißt du, wo ich nachher das zweite oder dritte Mal dort war, das dritte oder vierte Mal dort war und wollte Waffen aufsammeln und runterbringen zum Verkaufsautomat und wollte verkaufen, dann waren sie alle weg. Waren sie wie immer alle weg. Maximales Impact. Und die voll. Ich bin voll. Was bin ich denn voll? Jetzt habe ich die wieder für Scheiße aufgesammelt hier. Na, was ist denn das? Das kann ja erstmal weg. Ach, warte mal, ich muss mal hier. Nicht, dass ich schon einen Haufen Granaten wollte und auch einen Scheiß aufgenommen habe. Na hier, was soll denn das? Wollte ich mir am Laufenband irgendwelche Scheiß aufgedreht haben? Ja, das lasse ich mal. Ach Quatsch, komm mal weg, den Scheiß hier. Hier, Schild. Das. Zwei Stunden später brauche ich wieder eins. Was? Vier Bomblets, man braucht zwei, damit man. Ach so, das war von der Moxie. Weg damit. Jetzt sieht es doch schon besser aus. So, warum wollte ich jede Pistole aufnehmen? Ach ne, das ist bloß ein Ding.
Ja, vorwiegend Müll. Da habe ich besseres gerade weggeschmissen. Hellila, 40 Schuss, ja. Säure, Feuerstoß während des Blumens. Ich habe gedacht, dass er wenigstens eine Waffe hingeschmissen hat. Aber nicht eine goldene. Aber nicht. Naja. Hat nichts Güldenes hingeschmissen. Da oben ist eine Waffenkiste, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, da habe ich echt gedacht, da ich jetzt. Ach, hier ist er doch. Guckt euch an, was da für ein Scheiß drin ist. Shotgun-Munition. Sniper-Ammo. Ist wohl hier erbärmlich, was da hingeschmissen hat in seinem Bunker. Da hätte ich echt mehr erwartet. Ja, gut. Ach, guck mal an. Guck mal an. Das nehme ich mal mit. Mal in Blau. Mit 7 Bombenblätz. Explosion. Was habe ich jetzt gerade? 6 Bombenblätz. 725 mal 6. Und was habe ich gerade aufgenommen? Hier. Oh, hier ist ein bisschen besser. Ja. Ja gut, der Radius ist derselbe. Dings ist, ja wie gesagt, 7 Bombenblätz. Zündungszeit, ja. Eine halbe Sekunde länger. Probiere es trotzdem mal aus. Was ist denn hier? Ach so, seltene Beute, ja. Den rausschmeißen. In das seltene Beute. Ja, scheiße. Schild hier. Schild. Das ist echt nicht, was einen wirklich aus dem Sessel reißt, wenn du sagst, oh geil! Weißt du? Und das kann nicht nur daran liegen, dass meine Waffen schon ziemlich gut sind, gell? Daran kann es nicht liegen. Die Mist habe ich gerade. Was war das überhaupt vom Kopf? Ach, wieder Dings hier. Nee, was ist das? Das ist doch Granatenmist. Wir haben doch den Kopf hingeschmissen. Wo ist denn da hin? Was weg. Das Ding ist da, das Ding ist da und der Kopf ist weg. Ach nee, hier liegt er. Der Hawk. Haben wir ja schon. Ork. Naja. Das ist nichts, was ein aus dem Sessel reißt. Und noch ging das jetzt hier wieder runter. Ne, warte mal, ich gucke da drüben. Ich gucke da drüben, ging das irgendwo runter. Hier. Hier. Ah, hier. Schön aufsammeln. Und hier bin ich rundherum gerannt und habe den Abgang nach unten nicht wieder gefunden. Ich habe den Abgang nach unten nicht wieder gefunden. Ja, wo ist er? Ach nee, warte mal, da muss. Ne, da laufen wir immer. Wir laufen immer rundherum, kann man noch mit Munition aussammeln. Ja. Und so muss ich verschenken, gell? Ach, und hier ist ja auch. Ach, hier geht es, glaube ich, nach
Nee, erstmal wird aufgemummelt. Furcht hinunter hier. Geht doch hier nicht mit einem halben Dings hinunter. Halb aufgemummelt. Hier, den Abgang. Ich habe den nicht wiedergefunden. Da habe ich einen Lager gemacht. Da war mir die Munition langsam ausgegangen. Ich bin gleich da, Soldat. Ich klettere zur Rückseite des Controllerkerns hoch. Wir treffen uns drin. Keine Ahnung, was da jetzt erzählt wird hier. Eigentlich müssen wir es zum Automaten hier runter aufmummeln. Geht nämlich mich jetzt garantiert nicht gefunden. Belastet dich dein vieles Geld? Du bist mein millionster Kunde, dass dir das nicht zu Kopf steigt. Tja. Bist du da, oder? Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Nö. Oder, das war ein bisschen eine Waffenkiste oder was da oben drin. Hier vorne. Das war bloß eine Waffenkiste. Klau den Kammerschlüssel. Ah ja. Sämtchen drinnen. Noch grünes Gelümpe. Das ist ja alles voll. Geld. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Steht hier alles rum. Bullets. Munition. Keine Größe drauf. Gut, na dann werden wir mal runter. Das sieht seltsam aus, was gehört denn das? Dann doch zu viel von den Robotern gehört haben. Geh nochmal rauf. Mal gucken, ob das Station weg ist. Ja, ist schon weg. Ist schon alles weg. Oder größtenteils. Größtenteils. Außer das, was ich hier hergehauen habe. Ja. Und die Flinte, die will er mir unbedingt aufdrängen. Mit 5 Schuss. Er macht allerdings 805 Schaden, gell? Nimm's mal mit. Hier liegt noch ein bisschen was. Pistole. Noch ein Granatenmod. Also Großteil ist weg. Der Rest verschwindet auch noch. Der Rest verschwindet auch noch. Nee, das ist in eine andere Richtung, oder? Ach du, ja, alles klar. Ja, durch diese Waben, ich habe es richtig irritierend hier. So, hier müssen wir rein. Das ist okay. Gib mir mal, ja. Bandit Mode, Assault Rifle. Was nehme ich hier am besten? Ich würde ja fast sagen, die oder die. Die macht mehr Schaden.
hat mehr Munition drin. Die Munition haben wir ja genug. Okay. Bereite Bioscan vor. Bitte auf das Hyperion-Emblem stellen. Scanne Biosignatur. Biosignatur bestätigt. Hallo Sexy, bitte Passwort eingeben. Das Passwort lautet, ich liebe dich. Ich hoffe, der Stimmmodulator funktioniert, sonst war das alles umsonst. Ich liebe dich. Zugang gewährt. Nimm es als eine letzte Warnung. Nein, nimm es als meine letzte Warnung. Kehr um. Und ich verspreche dir, ich mach's kurz. Aber ich schwöre dir, einen Schritt weiter. Und jeder Mensch in Sanctuary kann im Sterben zusehen, wie ich ihm seine Lunge aus dem Leib reiße. Ach, ist er nicht nett. Ist er nicht nett, unser Jack. Iridium allein kann den Kammerschlüssel nicht aufladen. Man braucht einen Katalysator. Etwas, das seine Kraft erweckt. Man braucht eine Sirene. Eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenenkatalysator vor langer Zeit gesichert. Er versteckte sie jahrelang vor der ganzen Welt. Aber endlich kannst du sie befreien. Ja. Ich registriere, dass du dich näherst. Beeil dich und stoße zu mir. Du musst den Kammerschlüssel holen und mich ausschalten. Control Core Angel. Kontrollkern Angel. Kontrollkern Angela. So, wir lassen mal immer sterben. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Der Schlüssel ist hier, aber um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stehlen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst mich. Angel. Zerstören. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Also... Weg von meiner Tochter, verdammt! Ein... Wollt mir doch bloß ihren Arsch... Ach, ja... Ich halte dich auf, du Verdammter! Ah, nicht so. Du lässt gerade wieder das vor. Ich jetzt hier laufen rösten. Ich helfe dir so gut. Ach ja. Die Dinger hier. Zerstörung. Munition ist zu dir Ding muss man auf jeden Fall zerstören, weil man sich dahinter verstecken muss.
Verstecken Sie sich dahinter. Wenn ich nicht schießen kann, können die auch nicht schießen. Das werde ich aufpassen, weil hier oben kommen ganz bösartige Laser. Bist du ein engelhafter Wächter? Ja, gucke. Du musst die Schilder. Schickst du die falsche Munition, Schnecke. Oh, was ist das jetzt? Ausgelodert. Schlägt ihn ihr Tor frei. Durchhalten. Ja, guck das schon die ganze Zeit. Die MGs, die scheinbar, die Dinger scheinbar ausgeschaltet zu haben, ja. Na, da haben wir doch was. Dinger da oben, gell? Munition kommt! Oh. Ach, und du meinst, ich auch mal hinschmeißen.
Chakalaka. Ach, was, die macht mit ihrer Phasenverschiebung hier. Wo ist denn das dritte Rohr? Scheiße. Ah, Scheiße. Mist, Heil. Oh ja. Ein bisschen unschuldig. Der Schild ist unten. Schieß auf den Injektor. Yep. Oh, es ist vollbracht. Danke, Freund. Angel, mein Schatz, du kannst das verhindern. Ich verzeih dir auch. Dad, ich muss dir was sagen. Du bist ein Arschloch. Angel? Nein, Angel! Ach, da ist er. Ein Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an. So einer hat den Tod verdient. Engel und Norm, Teil 2. Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Falsch. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Roland! Fuck. Du Dreckskerl! Ich werde... Vorsicht! Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith. Nein! Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Herr Spudwing, und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Bin schon da. So, jetzt gab es hier haufenweise Kisten. Kisten ohne Ende. Markus Munitionslager. Und meine Maus gerade. Was denn das? Was war das jetzt? Stromschlag, Korrosion, Bombenblitz. Nee, das ist schlechter wie meins. Das ist auch schlechter. Also da sieht man halt auch mal die Unterschiede, gell? Hier. Das ist, hat zwar schon Level 26,
bringt aber gerade mal 560 Schaden, gell? Das hat Level 24. Das sieht man jetzt nicht. Level 24. Ja. Und macht 700 Schaden. Das ist dann schon... Habe ich noch irgendwo was vergessen? Ja, nochmal gucke. Hier. Nee. Sieht das, ist meine Brille so dreckig oder sieht das wirklich so triebe hier drin aus? Jetzt brauche ich gar nicht zu gucken, ich habe ein saugutes Klassenmod. Das ist natürlich nett. Hier kann man mal gucken. Ich habe alles. Nee, halt hier noch einer. Übersehen. Es wird sich keine weiter übersehen haben. Was zum... Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger. Bastard! Das war nur ein Trick. Verdammter Sidorowitsch. Ja. Alles okay? Habe ich dich nach Sanctuary gebracht? Ich fühle mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Nichts geht über einen guten Verkauf. Ja. Okay. Was sind die Großen? Level 25. Aber. Ja, ne. Komm bald wieder und schau dir meine neue Waffe des Tages an. Ich hab die letzte Waffe des Tages von dir gesehen, das reicht mir. Ach, das ist auf unserer Seite. Hallo, hier spricht Handsome Jack, der euch daran erinnert, dass wir von Hyperion nach wie vor Kopfgelder für Pandoras meistgesuchte Verbrecher bieten. Mittlerweile 8 Milliarden beträgt etwa das Kopfgeld für einen gewissen Brick Mordskern. Sieht aus, als würde er Tag ein, Tag aus nur Rinderhaken und Anabolika fressen. Wir bieten auch nach wie vor 6 Milliarden Dollar für die Ergreifung des ehemaligen Underdome-Stars Mordecai, sowie eine kleinere Belohnung für die Ergreifung seines dämlichen Vogels Bloodwing. Sorry, jetzt habe ich verkehrt herumgelesen. Es sind 6 Milliarden für den Piepmatz und 20 Piepen für den Galgenvogel. Mein Fehler. Und wie immer bin ich bereit, 30 Milliarden aus eigener Tasche für die Ergreifung des Banditenanführers Roland auszuloben. Das Doppelte, wenn ihn jemand mit einer Hyperion-Waffe zur Strecke bringt. Bitte keine Anfragen mehr bezüglich der Belohnung für diese Missgeburt namens Lilith. Die Flüchtige wurde schon vor Monaten offiziell für tot erklärt, okay? Handsome Jack sagt Tschüssi, Hyperion forever. Die Sendung hinkt der Zeit ganz schön hinterher. Da braucht noch was los. Man, räum doch mal diese Leiche weg, die stinkt doch schon wie die Pest. Die liegt jetzt schon Wochen hier rum. Ihr seht die Zusammenhänge nicht. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary. Und schließt euch den Crimson Raiders an.
Was? Ein mieser Tag in Lynchwood. Ein Riesenskalk! Oh Gott, was will er? Was willst du? Ach, jetzt kriegen wir das mit dem Riesenskalk, wo wir ein Dukino hingebracht haben. Dann machen wir das gleich mal. Die liegen immer noch hier, die Dinger. Den Schwert war ganz unten, gell? Ja. Fast ganz unten. Ganz unten war Opportunity. So. Gehen wir mal zu diesen. Hier noch irgendwas? Ne. Ach, wir brauchen ja noch einen Arsch voll Iridium, gell? Fällt mir gerade ein. Nicht aufgemumpelt. Hä? Ich hatte doch aufgemumpelt. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja, ja. Strauchdieb. Sorgen dafür, dass die 100 mehr hat wie das hier. Nee. Wie das hier. Die haben 785 und das hat 670. Okay, also über 100 weniger. Ich sag mal, das Ding. Jetzt bumm Schakalaka und du fällst irgendwie sind tot. Was bist du da hinten? Du lebst ja auch noch, gucke. Den habe ich doch eine verpratzelt gehabt. Warte mal, jetzt probieren wir mal. Soll ich eh ausprobieren. Wo ist es hin? Wir hatten doch, dass wir beim Bunker aufgelesen haben. Gucken wir uns doch mal an. Ja. Oh. Wo ist er hinter Kunde? Da ist er. Schakalaka. Ja, nicht mehr so schlecht. Badass im Anrücken. Wo ist ein Badass? Er lebt ja noch. Warum lebst du noch? Das verschissene Bett ist es leid. Was ist denn los mit dir? Ich heb da einfach weiter, ne? Was ist denn das für Sitten? Er lebt auch noch. Lebte noch. Was ist denn? Kann ich mal deinen Kopf ein bisschen ruhig halten, du blöd Arsch. Ja, die 5 Schuss gefallen ja ehrlich gesagt nicht, gell? Auch wenn er 805 hat. Ich weiß auch nicht, warum die ist das besser. Auch ein bisschen grün ist, gell? Ich wollte gerade sagen, ist das eine goldene? Ach, wir gehen hier. Noch Geld? Gehen.
kommen Sie, Herr Killer-Marauder. Steht dein Kopf, du Arschloch. Frischen Punkte, die Brüder. Ich liebe es, kritische Treffer zu machen. Aber wir sind auch noch mit Schöpf. Ach, die haben Stufe 30, die Brüder. Ich wundere mich, warum die nicht mehr platzen wie die Frösche in der Mikrowelle. Die hier, naja klar, aber die, die bisschen stärkeren, die haben Level 30, deswegen. Beweg deinen Arsch hier weg! Das ist für mich. Ich habe auch was für dich. Echt? Das ist mir länger gewartet. Ja. Wo ist er hin? Wo ist er hin, das Tag? Quatsch hier. Was ist denn? Oh nee. Ich würde halt sagen, ist die Biene wieder hier? Ach nee, da ist ja woanders. Gut, dann haben wir ja hier. Ja, die sind jetzt Level 30. Die sind, sind sie ein bisschen stärker hier. Also, sind sie schon ein bisschen heftiger, die Brüder. Egal, ja, was trotzdem alles aus. Das mit denen halt, du hast schön verloren, das werden wir nochmal. Sein solltest? Ich weiß nicht, dass du hier sein solltest. Ja? Das ist eine Frage des Glaubens. Auch wenn ich mich noch rüberdrehe, reflektiert sich in meiner Brille, was das sieht, als wenn sich hier was bewegt. Okay, Opfer.
Das ist doch einer, oder? Ach, das ist doch. Das ist ein enorm Eier. Das wird nicht reichen! Hat gereicht, Arschloch. Kammerjäh, was ist denn Kammerjäh? Oh, was schießt er auf mich? Was schießt denn hier auf mich? Ach, die Sau hier schießt die ganze Zeit auf mich. Ich hab die nicht da oben stehen sehen. Ja, die bringen aber gut Punkte, die Brüder. Da werden wir uns doch hier noch ein bisschen umgucken. Ja, noch ein bisschen noch mal mit ins Spiel. Glaubst du, dass du hier sein solltest? Glaubst du, dass du noch Lebenswelt? Da oben ist er noch. Wo ist die Sau hin? Oh. Dieses Heckvieh. Den Ohren hat er nicht erwischt. Na, ja, kann ich mich gleich aufgummeln. Das hat bis 50.000 gekostet oder so. Ne, 28 bloß. Ey, wo geht das hier hin? Hier war ich überhaupt noch nie. Wo ist die Sau, die mich jetzt hier erwischt hat? Das warst du, Schwein, du Schwarzes. Hä? Ja, Sackgesichter. Noch irgendwas? Nee. Die Treppe habe ich noch nie gesehen. Die Treppe habe ich noch nie gesehen, die hier den hoch führt. Wer ist? Ach, hier neben dem Dings ist die. Die ist leer. Belaste dich dein vieles Geld. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Nicht okay. Sterben, ich brauche dein Geld. Ja. Ich weiß schon, dass du meine Kohle willst. Gesicht gesehen? Ob sie nicht solche Sicht geplatzt ist. Ich bin derjenige, der dich erlebt. Das ist nur ein weiteres Schweinchen, um das ich mich kümmern muss.
Ja, schon nie rumgetrieben in den. Da willst du das spielen, Schotti? Ich habe nur. Was hast du? Hier ist das Klo hier auf Rot. Eridium, kurz ich ja. Oh. Weißt du, was ich glaube? Der Soldat ist hier, um das Kopfgeld auf uns einzusacken. Und er wurde im Voraus bezahlt, stimmt's? Verdammt, ihr habt mich durchschaut. Wo ist es, du Hund? Wo ist das Geld? Oh, kommt schon, Jungs. Nehmt es mir nicht übel. Ich wollte euch Idioten nur ausliefern, damit die Stadt, die ihr das Geld gestohlen habt, meinen Namen preist. Ist das zu viel verlangt? Okay, anscheinend schon. Wo ist das Blutgeld? Es ist da drin. Was? In dieser kleinen Box? Das ist eine Speicherdeckeinheit. Wirf sie auf den Boden, dann öffnet sie sich. Na schön. Bombe. Das wird zu leicht. Das ist kein Speicherdeck! Was zur Hölle? Das Ding habe ich auch noch nie gefunden, dieses Echo. Ich habe auch nicht danach geguckt. Ich war hier noch nie hier oben. Ich bin hier meistens immer nur durchgerammelt. Das war ja interessant. Wieso ist das Klo rot hier? Jetzt muss ich mal auf die Map gucken, wo dieses blöde Vieh war. Oh. Dann hinten und dann links. Ach, hier hinten war das Vieh, genau. Links vom Fahrstuhl. Ach, kommt die Asagesichter hier wieder raus. Guck mal, wie schnell ihr gebrutzelt seid. So. Jetzt nur das blöde Vieh da platt machen. Da haben wir schon wieder so ein blödes Vieh rum. Der hat auch Level 30. Ach, also. Watson? Watson wollen wir? Naja, komm. Warum mit euch rumgerotzt hier? Die lösen jedes Mal mit ihrem Gesiff hier mein Schild auf. Jetzt nicht von schlechten Eltern, weil ich mich erinnern kann. Mist! Weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass die Mutter diesen kleinen Skelett verlassen haben muss? Sie hat ihn wohl wiedergefunden.
fressen ihre Jungen. Du musst sie töten. Doch, das ist nicht mehr. Ich weiß, was ich nehme. Ich hau in die Dings vom Sack. Scheiße. Nein, oh Mann. Ich wusste noch, dass die war nicht von schlechten Eltern. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt und dadurch, dass ich natürlich jetzt noch das, hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Das Handicap habe, ja, ist natürlich ungünstig. Na komm. Noch nicht schon kalt kriegen. Also ich durfte jetzt wieder voll HP sein, ja. Schießt nur zu ungenau. Wir nehmen den hier. Oder den. Auch wieder drei Schuss hier. Wir nehmen mal den hier. Aufgemacht. Ach, das Vieh ist noch da unten. Ja, nur komplett voll, gell? Och, jetzt schmeißt er auch noch mit Dings. Habt ihr das gerade gesehen hier? Was die Sau geworfen hat. Ja, als Kinder da, den ich hier kalt machen könnte. Jetzt ist der aber schon wieder. Und das ist diesmal 20.000, 25.000, schätze ich, weiß ich. Herzlich willkommen, Kunde. Viel Glück. Lang. Ja. Es ist ausgesagt nicht so richtig, welche Waffe ich am besten nehme. Die ist ja noch ziemlich effektiv hier. Ich würde schon platt kriegen, die ist hier. Geschütz wird in Stellung gebracht. Überhaupt nicht alles, geht die Raketen.
Oh, Scheiße. Ist ja das Ding hier. Nee, da wird die anderen besser. Ach, oder hier, vielleicht mal hier. Anbinden das Spiel. Größern. Super, er noch. Oh Scheiße, wie noch ein Stein. Stein kaputt gemacht. Zeigt überhaupt noch keine Wirkung. Was zeigt hier Wirkung bei dem Vieh? Das Vieh ist ja gepanzert. Wieso? Mit aus. Oh. Nichts da. So gut wie gar keine Schild, gar kein Schaden. Guckt euch das an. Ach, Scheiße, bevor ich den anvisieren konnte. Also, das Vieh ist heftig. Das Vieh ist so heftig. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Level 24 Waffen nicht gegen das Vieh ankomme. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Du bist mein millionster Kunde! Das dir empfiehlst deinen Freunden Markus Munition. Ja. Der Raketenwerfer hat überhaupt gar nichts gebracht, habe ich festgestellt, oder? Das war total sinnlos. Wir nehmen doch noch mal einen fetten hier. So. Also noch mal. Ey, vor allem diese Arschlöcher, die da noch rumlaufen, gell? Die ist ja auch schon Level 30. Die sind ja auch schon Level 30. Könnten da rumlaufen. Ja, ich könnte mich noch daran erinnern, dass die nicht, dass das Vieh nicht von schlechten Eltern war. Ja.
Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh. Warte, ich bin doch fast weg, ist mehr. Och, was ist denn jetzt? Und keiner, wieder keiner in der Nähe. Aber auf jeden Fall geht es mit dem Raketenwerfer besser. Ich muss bloß näher ran. Also ich glaube, wir kommen jetzt langsam an den Punkt. Wo ich die Waffen wieder im Charakter anpassen muss. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Ja, das ist mir schon klar. Bis diese 3-4 Schuss und so richtig Schaden. So richtig Schaden macht bei dem Viehzeug gar nichts. Oh, warte mal. Pumpen haben wir noch nicht ausprobiert. Du wechselst! Cooler Move! Als hier. Töte Tykinos Mutter. Tykino kann man nicht mehr töten. Die Mutter hat mich scheinbar schon gefressen. Und Tykino. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was für den Nerv bringt hier. Ach, die Sau! Ich bin doch noch gar nicht da. Oh, die Sau schmeißt schon wieder hier. Ich kam noch nicht mal dazu, zu ihm hinzugehen. Also Leute, ihr habt es gesehen, es hat scheinbar keinen Zweck. Ich verballer hier nur mein sinnlos Bargeld. Ich weiß nicht. Wieder 9. Vorher hat es noch 28, jetzt sind wir schon bei 19.000. Wie viel habe ich denn noch Geld? Na gut, ich habe noch 250.000. Aber ich hatte vorher 400.000. Nicht so der Börner. 211 mal 3 hat das Ding. Ja, Quatsch. Machen wir das hier. Zumindest. Ja, gut. Das hält zumindest mehr Geschosse aus. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ja. Lass es nicht zu sehr krachen. Ein Versuch noch. Noch ein Versuch und dann lasse ich es. Dann mache ich das später. Weil das hat ja keinen Zweck, wenn ich jetzt hier 2 Stunden lang versuche, das Vieh kalt zu machen. Ja. Und ich ihn auf den Sack kriege. Thank you.
Probiert's mal hier weg. Du rüst mich schon jedes Mal selbst, warte mal. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir sie das macht dich wohl zu einer Art Ersatzmutter oder so. Keine Ahnung. Okay. Na ja, hier. 90. Was ist denn? Da hinten liegt noch was. 91. Da haben wir noch Kohle. Er muss ja nah ran. Aber warum ich mich am Laufenband selbst gerüstet habe, ist nur ein völliges Rätsel. Ja. Was bist denn du hier? 6 Bombenblätz. Level 29. Was bist du hier? Boah, das sieht auch nicht schlecht aus, gell? Voll. Das habe ich schon wieder alles. Das habe ich schon wieder alles im Gepäck hier. Alt, falsche Seite. Was hier nichts zu suchen hat. Ja, die waren mir zu langsam. Ach, das sind die, die wir gerade aufgelesen haben. Können wir ja spaßeshalber mal hier rein tun. Ach so, das war die Wahrheit, die Scheiße hier, gell? Die habe ich jetzt gerade aufgelesen. Da fliegt die doch weg hier. Was hab ich hier drin? 7 Bombe, was, wie viel? 800. Das war jetzt 6 Bombenblätze, aber 1500. Wie holen wir das Ding hier rein? So. Was haben wir sonst noch? Ach so, die wollte ich ausprobieren. Wollen wir sie wegschmeißen? Was war das jetzt hier? 6 Bombenblätz, 1500 Schaden. Das ist doch auch, was hat denn 0 Zündungszeit? Wo war die jetzt hier, gell? Mach die mal rein. 0 Zündungszeit. Das ist gut. Habe ich jetzt alles hier aufgesammelt. Aber zu diesen blöden Viehen. Ja, sieht so aus. Nur meine Erfahrungspunkte her.
Bison hatte gehabt, Bison, Ski. Jetzt behalten die Scheißblinde. Die Kackflinte kannst du behalten. Was? Du wird das abgeschlossen? Ach, müssen wir irgendwo hinreißen. Für Engel und Norn abschließen. Auch nach Sanctuary. Ja, langsam sieht so aus, als ob mein Handicap zu kräftig wäre. Also, was ich mir ja selbst gegeben habe. Eigentlich müsste ich noch durch Lynchwood durch. Was ist denn noch immer? Ach nee, hier ist noch immer. Halt. Ziel erfasst! Ja, fehlt doch nicht mehr viel. Stimmt leider, fehlt nicht mehr viel. Da hat doch was gelächtet. Sinn. Probieren wir mal die Bombenplätze. Ach, das ist eine Hüppel-Hüppel-Granate. Die fliegt wieder sonst wo hin, gell? Ich auch. Oh, total sinnlos. Die ist total sinnlos. Weg damit. Genau. Granate! Guck mal. Da hat er dumm geguckt, der Kollege. Hier gibt's erstmal einen schönen Kopfschuss ab. Ach, verstecken tun wir uns. Guck an, ihr habt es gesehen. Verstecken tun wir uns. Hat nicht viel genutzt mit der Versteckerei, aber warst nicht gut genug beim Verstecken. Beim Versteck spielen. Ah, Iridium. 92. Mal sehen, was jetzt hier rumeiert. Verbrutzelt. Da sind noch so Geräusche. Kommt hier einer raus? Ne?
los mit euch? Ich brauche Punkte, Mann. Mir fehlen noch Punkte. Von Level 30. Siehst du? So geht das doch. Nee, halt hier. Was hatten wir hier gesagt? Ach so, verringert die Wirkung auf mich. -16%. Na gut, das nehmen wir doch gerne. Sind halt auch ein paar hochgegangen. So. Schöne Punktspender. Kann gar nicht anders. Besteht sich nicht oder was? Ist nicht aber getäuscht. Du hast dich aber getäuscht, wenn du denkst, ich stehe dich nicht in Fuhre. Jetzt haben wir noch. Das Ding hier nicht. Na, komm. Komm. Jetzt. Lange gebraucht. Gerade, ob wir in den oberen Bereich von Lynchwood mal gehen und dort alles auslöschen, was da so rumwuselt, wegen der Punkte. Iridium. Ich brauche ja auch noch Iridium. Gucken wir hier rein. Das ist gar nicht, was da drin war. Wer da drin war. Aber mit Sicherheit finden wir hier wieder Freunde. Das habe ich gerade entdeckt. Stehen bleiben, ihr Arschlöcher, dass ich euch erschießen kann.
Was hast du eigentlich geklappt, du kleines Schweinchen? Nächste. Reicht noch langsam. Warum natürlich das Ding jetzt weg, du Arschloch? Och man. Na, ja. Nix. Ja. Nix, leider niente. Die Zwiebel. Ist wieder dunkel hier, oder was? Explosiver Gestank. Ja. Lieber nochmal. Boah, das wäre ewig, wie das Ding explodiert. Dann explodiert es garantiert gerade, wenn ich daneben stehe. Ja. Erstmal hier einen schönen Genickschritt. Geht doch hier am Kopf raus, gut. Ah, das sind hier bloß die 5 Schuss, gell. Und wieder einer hin. Und noch einer. Wie es aussieht, bin ich schon wieder zogen. Oh, Iridium. Schön von dir, dass du Iridium mitbringst. Gut, da hinten war auch noch einer mit Iridium. Oder war das der hier? Irgendwo habe ich noch Iridium gesehen. Ach, hier, die Sheriffs hier. Die Sheriffs. Ist die Scharfstante auch wieder da? Könnte sein, dass die auch wieder da. Na freilich sind die auch wieder da. Blöde Schabracke. Immer schön in die Fresse. Schieße Stier. Ich hab wieder ein bisschen Schminke. Gefällt dir das? Gut. Ach, diesmal ist ihre Pistole hier hingeschmissen. Ne, Granatwerfer. Oh, Iridium. Da oben. Du bist ja ein ganz mutiger. Mehr von euch Brüdern. Iridium 94. Mhm. Immer her mit euren Punkten. Bin ich dagegen. Oh, ich glaube auf das. Och, das ist nervös. Auf mich zu schießen, du Arsch. Und tschüss. Noch einer. Ne, mach noch dasselbe. Und wieder ein. Das war mal. Der Nest.
Was haben wir denn hier? Elayla, Assassin, Ablinkzeit, Gesundheitsmarkt. So, jetzt habe ich die Schlange drin gehabt. Macht doch keinen Sinn. Ja. Die Frage ist. Die Frage ist, kommt man hier rauf? Geld her, ja. Kommt man hier irgendwie rauf? So eine Leiter oder sowas? Auch wie ganz mutiger. Hä? Gut wird selten belohnt. Nö, nee, ruhig nicht rauf, gell? Noch eher noch. Ja. Ey, hör mal auf, hier zu hin und her zu rammeln, du blöd Vogel. Bist du dafür da, dass ich dich erschieße? Ey, ich will hier rauf. Geht's anders rauf? Hier irgendwie? Ne. Dann wäre es noch nicht weitergegangen, wie es aussieht. Nee, da wären wir auch schon nicht weitergekommen. Ja, jetzt haben sie halt wieder ein bisschen blöd gemacht, gell? Grünes Klump. Das haben sie halt wieder ein bisschen blöd gemacht. Dass diese blöde Sheriffstusse da oben rumlungert. Gell? Total bescheuert. Weil siehst das Zeug da oben, du kommst nicht ran, gell? Da oben. Ja, schön Iridium hier. Da liegt's. Du kommst nicht ran. Also ich sehe keine Möglichkeit hochzukommen. Auf dem Tier kann man nicht stehen. Das würde ich vielleicht kriegen. Ja, dachte ich mir. Und das. Granatenmod, gell? War das jetzt gerade? Das hier. Untersuchen, nee, nicht untersuchen. Ja, wenn es komplett hätte, wäre es doch okay. Nicht drauf, gell? Keine Chance. Das schöne Iridium, das ärgert mich. Ein Stück Iridium da oben. Und ich muss es liegen lassen. Und irgendwoher drauf springen? Nee, geht auch nicht. Da irgendwie rüber balancieren. Hier rüber. Warte mal, hier, hier. Wo hier raufkommen würden. Kann man hier raufkommen würden? Nee, kann man auch nicht rauf, gell? Ich leg mich doch jetzt am Arsch, Mann. Wenn du mir die Iridium nicht gönnst, knall ich halt hier so lange Leid ab, bis ich's. Und zum Fresse. Einmal in die Fresse, fordert Leichenblässe. Ich glaube sogar die Fässer sind jetzt Level 30. Genau, das wollte ich unbedingt haben. Verschissenes Sturmgewehr.
umsortiert, gell? Bandit Mode Assault. Ja, irgendwie ist das. Irgendwie gefällt es mir nicht. Ich finde es besser hier. Hier, was ist hier? Das ist eher noch. Oh, noch einer. Das ist dieser explosive Gas, dann den ich wollte gerade sagen, den ich hier schon angeschossen habe. Kommt mal zu Daddy hier. Und das hier. Müll. Was schießt denn hier? Okay, noch da. Hat jemand fröhlich auf mich geschossen? Na gut, nehmen wir mal das hier. Ja, komm runter. Spender. Ja, viele sind versucht, das zu nehmen, gell? Allerdings muss ich sagen, es hat sich irgendwie nicht gelohnt mit dieser Elementarresistenz. Irgendwie hat das nicht geklappt. Irgendwie hat das definitiv nicht so richtig geklappt mit der Elementarresistenz. Gib mir Iridium. Dumm-di-dumm Iridium. So, von wo bin ich denn überhaupt gekommen? Huch. Aufgenommen. Von hier bin ich. Schon wieder? Von hier bin ich gekommen. Ach, hier war dieses Ding hier, dieses Energiefeld, das man unten ausschalten muss. Da ist auch kein Bock drauf. Na, ist hier oben nicht. Nee, ach, ich bin an der ganz verkehrten Stelle. Ich muss doch dahin, darauf, wo wir unser Kryptokino gefunden haben. Muss ich irgendwie Abkürzung nehmen, gell? Hier. Noch einer von deinen Freunden. Auf welcher Seite sind wir jetzt? Wo war denn der Sheriff? Ach, die alte Schlampe war da oben, da oben. Da kommen wir nicht hin. Es sei denn, ein bisschen rüber. Könnten wir ein bisschen rüber springen?
Ja, das müssen sie auch nicht, gell? Auf der Stange lang gelaufen? Ja. Ach, nein. Scheiße. Ich hatte gehofft, dass es klappt. Aber hat nicht geklappt. Na gut, dann lassen wir das. Und in welche Richtung muss ich? Nee, Quatsch, ich muss in die Richtung. Ich schaue vorher links von uns. Wo wir von unten gekommen sind. Ach guck, die Zeit reicht gerade noch. Mal schnell nach Sanctuary zu gehen und hier abzurechnen. Oder nee, machen wir später nach Sanctuary gehen und abrechnen. Wir gehen zwar nach Sanctuary, oder bleiben wir gleich hier. Wir können ja vom Prinzip her auch gleich hier bleiben, gell? Wir starten ja sowieso hier wieder. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Wundervoll. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. 195 Euro haben. Beheere mich bald wieder. Denk daran, ihr werdet immer gelöst. Ja. Bitte leider. Mache ich jetzt hier erst einmal Cut für heute. Wie weit sind wir? Level 30. Wir sind Level 30. Und die haben uns jetzt schon ganz schön zugesetzt. Theoretisch könnten wir sogar Bankers und Badasses spielen. Also hier, ja, dieses, wie ist das Ding hier? Hier, Drachenfest und die bescheidenen Docks könnten wir theoretisch jetzt machen, aber wir machen erst einen Check kalt. Wir kriegen den ersten Check. Bevor wir das machen. So, von daher. Oh, mir ist nicht mehr kalt heute. So. Freunde, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, denkt dran, gebt einen Daumen hoch. Da sehe ich wenigstens, dass ihr noch zugeguckt hat. So, ich sage an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Sharadan. Bye, bye.